Hallo und herzlich willkommen zu GrauTV-Serie, Ausgabe Nummer 17. Ausgabe Nummer 17. Und wir wollen heute sprechen über die ersten drei Folgen von The Legend of Vox Machina. Einer Serie, auf die wir uns sehr gefreut haben, weil wir nämlich beide große Critical Role Fans sind und jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit im Prinzip keine Folge verpassen, die die so rausbringen. Ja, wer sie nicht kennen sollte, das sind ja die größten Pen and Papler, wie wir so schön sagen, der Welt, ja. Die erfolgreichsten Twitch-Streamer der Welt, so rein von den Einnahmen her, und ja, haben halt ja schon einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Pen and Paper und Dungeons and Dragons wieder sehr viel mehr Mainstream geworden ist, als es das vor einer ganzen Weile mal war. Ich meine, im deutschen Raum wollen wir das mit Prepare to Dice natürlich übernehmen, aber wir sind noch nicht ganz da. Noch nicht ganz. Ich meine, ja, Rocket Beans hat so ein bisschen vor uns angefangen, Orkenspalter TV und ähnliche Sachen, aber wir sind eigentlich die, die es halt wirklich dann diesen endgültigen Durchbruch schaffen. Genau, so wird es sein. Da orientieren wir uns natürlich, man erkennt es auch an unserer Qualität, die wir mal abliefern, und den tollen Figuren, die wir haben, und den inszenastischen Einspielern und ähnliches. Den regelkonformen Spiel zu jeder Zeit. Richtig, also wir sind von der Qualität her schon sehr, sehr dicht dran an Critical Role, muss man sagen. Ja. Nein, ja, aber ja, ohne Mist, die ja, haben jetzt im Prinzip etwas wirklich Tolles vollbracht, weil sie nämlich ihre erste Kampagne, die sie gespielt haben, die sie damals noch als Freunde im, ja, im Zimmer, Studentenzimmer von Matt Mercer angefangen haben, sozusagen, die dann zum Streaming übergegangen ist und dann irgendwann den Welterfolg Critical Role losgetreten hat, dass sie die jetzt angefangen haben für Amazon Prime als ja, Adult Animation Serie umzusetzen, und ja, was ja auch eine schöne Geschichte ist, weil sie das Kickstartern wollten und damals $750.000 haben wollten, um diese Serie umzusetzen. Und als sie den Eröffnungsstream machen wollten, wo sie erklären wollten, wofür brauchen wir das Geld eigentlich, was haben wir vor, hatten sie schon 3 Millionen. Und am Ende waren es, glaube ich, 11 Millionen oder so, die sie bekommen haben. Ja, sodass das Ding halt so groß geworden ist, dass es einfach eine Amazon Prime Original Serie geworden ist jetzt letztendlich. Ja, mit richtig viel Budget, was reingebuttert wurde, mit auch allen möglichen anderen bekannten Synchronsprechern aus allen möglichen Videospielen, Serien und so weiter, damit irgendwelche kleinen Rollen oder größere Rollen auch sprechen. Plus, dass sie halt, was ich auch sehr krass fand, einen sehr, sehr bekannten DC-Comic- und Animationsserien-Zeichner mit an Bord geholt haben. Deswegen ist auch der Stil so ein bisschen, wenn man sich dann so DC-Serien oder DC-Filme halt anschaut, so Richtung Batman oder auch Justice League und so weiter, das hat halt dieser auch daran gearbeitet, der jetzt auch bei Vox Machina der Hauptdesigner davon allem ist. Und das merkt man auch so ein bisschen, da so verschiedene Stile, die da mit einfügen und wie die Camps funktionieren. Da ist jemand dran, auf jeden Fall, der sehr viel Erfahrung hat, was Animation angeht. Ja. Und ja, und das hat, wie gesagt, als ein Freundeskreis begann, ist jetzt halt zu diesem Welterfolg geworden. Es sind halt alles bekannte Schauspieler, Synchronsprecher, und das ist eigentlich auch so das Ding, warum eigentlich Critical Role, glaube ich, so groß geworden ist, weil es halt alles wirkliche, echte Schauspieler sind, die aber trotzdem alle einfach nur Nerds sind und die diese Geschichten mit so viel Leben erwecken können und gleichzeitig auch so chaotisch und verrückt sind, dass halt es einfach unglaublich viel Spaß macht, ja, sich immer anzuschauen. Und ja, Vox Machina war die allererste Kampagne. Die ist mittlerweile auch schon, glaube ich, 5 Jahre her oder irgendwie sowas. Also hat auch ja, ist jetzt ein bisschen her, wo die letzte Folge also kam. Also muss eigentlich, weil die Mighty Nein ging ja allein 3 Jahre. Ja, genau. Und vielleicht um 4 Jahre, irgendwie so. Und ja, und jetzt die Serie, die jetzt halt nicht ganz von den Anfängen von Vox Machina erzählt, sondern so ein bisschen nach den Anfängen, so nach dem Motto, setzen wir ein bei einer Söldnertruppe in einem Fantasy-Reich namens Tal'Dorei. Ja. Tal'Dorei. In einem Fantasy-Reich, halt, also sprich Fantasy, alles, was halt mit Magie zu tun hat, alle Kreaturen, die man sich vorstellen kann, sind Goblins, Orks, Elfen, nenne es, ist es dort, existiert in diesem, in dieser Welt. Und Vox Machina ist nun eine Söldnertruppe, die ja am Anfang ein bisschen Probleme hat, sich überhaupt in dieser Welt zurechtzufinden, die ziemlich knapp bei Kasse sind und die jetzt halt von einem neuen Auftrag hören, vom großen High Council von Imon, das ist eine der größten Städte in Tal'Dorei.
die jetzt halt ein Monsterproblem haben. Ständig werden andere Söldnertruppen, die sie hinschicken, um das Monster zu töten, gefressen und ausgelöscht. Und jetzt ist halt Vox Machina dran. Als so eine Notlösung irgendwie. Und jetzt sollen die halt dahin gehen, herausfinden, was sich um ein Monster handelt und es möglicherweise zur Strecke bringen. Ja. Was halt, wenn man sich vorstellen kann, nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Ja. Ja, und wir hatten uns eigentlich überlegt, ich bespreche das mit dir jetzt live in der Folge, dass wir ein Spoiler-Ding draus machen. Vielleicht machen wir das dann ab nächsten Mal. Vielleicht machen wir es doch so, dass wir erstmal ein bisschen spoilerfrei drüber sprechen und dann in den Spoiler-Part übergehen, sodass wir dann eben so unsere genauere Beleuchtung dann nochmal darlegen können. Ich finde, das Erste, was man eigentlich klären muss, bevor wir auf die Optik, den Humor, die Action eingehen, ist diese Serie für alle gemacht oder ist sie nur für die Fans von Critical Role gemacht? Und wir müssen dazu sagen, wir haben da eine unterschiedliche Ausgangslage, weil du hast auch die erste Kampagne schon gesehen. Und ich kenne die erste Kampagne in Highlight-Clips und Ausschnitten, weil ich erst in der Mitte der zweiten Kampagne zu einem Critter geworden bin. Ja. Und das Ding ist, aber deswegen können wir es nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich halt nicht völlig unwissend bin. Also ich weiß halt trotzdem, wer die Charaktere sind, wer von den Leuten wen gespielt hat, was die so grob sind und auch in einigen Fällen, wo es hingeht. Bin aber relativ unwissend, was so die Bösewichte und die Welt und so weiter angeht, die sie da etabliert haben. Mein Eindruck war, dass man schon auch gut zurechtkommt, wenn man das Ganze nicht kennt. Also, dass man doch schon gleich so spürt, okay, die Charaktere, das finde ich, haben sie in der ersten Folge schon so gut gemacht, dass du schon ein Gespür in der ersten Folge dafür bekommen hast, wie sind die einzelnen Charaktere so? Was macht die aus? Und was ist so, wie ja in jedem guten Rollenspiel, erstmal so ihre eine primäre Eigenschaft sozusagen, auf die man dann aufbauen kann, Stück für Stück. Aber ich muss auch sagen, ich glaube zum Beispiel, wenn ich nicht wüsste, wer wen gespielt hat und wie die Charaktere heißen schon von Grund auf und in welcher Verbindung sie zueinander stehen, dann hätte ich am Ende dieser ersten drei Folgen nicht gewusst, wie alle heißen. Ich glaube, zwei, drei Namen hätte ich mir gemerkt, aber ich hätte nicht mal gewusst, wie die komplette Gruppe heißt. Ja. Ja, es ist. Ich habe auch überlegt, wir hatten ja schon kurz so angesprochen, dadurch, dass sie halt nicht von Anfang an erzählen, wie überhaupt Vox Machina zustande gekommen ist und wer die eigentlich sind und so weiter, sondern halt so ein bisschen danach einsetzen, wo sie halt schon irgendwie so ein paar Abenteuer erlebt haben, wo sie halt schon eine Söldnertruppe sind, wo sie jetzt halt den großen Auftrag bekommen und ähnliches, ist es halt schwierig, direkt hineinzukommen. Das ist halt, man merkt halt, das ist eine Truppe, die kennt sich schon irgendwie, die vertrauen schon zum größten Teil einander, auch wenn sie immer noch einige Querereien haben, aber man wird halt so ein bisschen reingeworfen in dieses Abenteuer so ein bisschen und man kriegt zwar eine kurze Vorstellung von einem der Charaktere, nicht den guten Scanlan, dem Barden, der halt einmal so kurz mit einem sehr, sehr stimmigen Song die gesamte Gruppe vorstellt und was zu welchem Charakter so ein bisschen passt. Aber abgesehen davon muss man halt im Laufe des Abenteuers einfach so mitbekommen, okay, dass bei dem und dass die scheinen in der Verbindung zu stehen und das ist das Besondere bei diesem Charakter und. Ich glaube, es ist ausreichend, hätte ich jetzt gesagt, wie du schon auch gemeint hast, für Nicht-Kenner. Aber es fühlt sich trotzdem für mich vor allem sehr krass nach so eher für Fans wirklich sehr geeignet an. Zumindest vom Einstieg her, weil, wie gesagt, das ist so zum Beispiel, die erste Szene, damit ist auch wirklich jetzt kein großer Spoiler, und die wurde auch in einem Trailer schon gezeigt, ist halt wirklich, wie man Vox Machina, also von Vox Machina selber, wie man sie in einer Bar sieht, wo sie trinken und sich dann in einen Streit verbrüdern und die ganze Bar in Schutt und Asche liegen und eine Hand abschlagen und saufend und meuchelnd quasi um sich schlagen. So, und danach ist direkt die Anschlussszene, wie Kielis, die zarte Seele der Gruppe sozusagen, wie die hinterfragt, warum sie überhaupt zusammen sind und so weiter. Und das ist halt eine Szene, die fand ich zum Beispiel sehr deplatziert, weil sowas passt, wenn man das am Ende einer Staffel bringt, dass die Gruppe hinterfragt, was machen wir eigentlich zusammen? So, aber so war es so, wenn man die nicht kennt, diese Charaktere, dann ist man so, ja, okay, ich habe euch auch gerade erst kennengelernt. Ich weiß nicht, was ihr zusammen macht. Und ihr habt es mir auch nicht erklärt. Ja, genau das meine ich damit. Und auch zwischendurch, vor allem in der ersten Folge, gab es immer wieder so ein, zwei Szenen, wo sie
ja, sich sehr herablassend oder halt immer noch nicht so richtig vertrauenswürdig miteinander halt behandelt haben. Wo man auch so denkt, so, okay, aber das passt halt zu der Truppe, die vielleicht erst seit jetzt gerade, wo ich zugucke, wirklich als so neue Söldnertruppe zusammen sind. Aber wir erfahren ja, die haben schon einiges hinter sich. Die haben schon hier und da irgendwas erlebt und erreicht und so weiter. Und da passt es halt, finde ich, wiederum gar nicht irgendwie. Das ist halt so... Die erste Folge ist doch sehr, sehr holprig, muss man wirklich sagen. Für den Einstieg. Da wussten sie, glaube ich, selber nicht so richtig, wie sie wirklich Vox Machina einführen sollten. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie halt schon einen groben Plan haben, welche Geschichten sie von der gesamten Kampagne von Vox Machina erzählen wollen, animiert erzählen wollen. Meine Theorie sind halt so, es gibt so drei bestimmte Arcs, die wahrscheinlich erzählt werden sollen. Und da ist halt jetzt diese erste Folge etwas gewesen, was halt noch passiert ist, noch vor Stream, Pre-Stream sozusagen. Ja. Das sind so die ersten Folgen. Und erst mit Folge, ja, so zweite Hälfte, zweite Folge, beziehungsweise dann halt Folge 3 wirklich, ist dann eigentlich erst wirklich, wo die Kampagne dann auch im Stream gezeigt wurde, was da eigentlich so passiert. Und da merkt man wirklich so, dieses erste ist halt so ein bisschen so Vorarbeit für etwas, was später vielleicht noch kommen mag. Und Folge 3 ist dann eigentlich wirklich so dieses, deswegen fühlte sich auch dann zu Folge 3 am rundesten an. Auch da habe ich das Gefühl, auch da ist dann die Gruppe wirklich die Vox Machina-Gruppe mehr, dass sie halt viel besser miteinander interagieren und sich nicht auf einmal misstrauen, sondern halt eher so vielleicht ein, zwei Geheimnisse noch irgendwie haben, sonst irgendwas, aber halt eigentlich eine Gruppe sind wirklich. Und das geht in Folge 3 wirklich gut auf, weil da dieser Beginn von diesem großen Arc ist, was in der Kampagne auch der große Arc war, der erste große richtige Arc. Ja. Ja, genau, also das ist, wir werden da noch ein bisschen genauer darauf eingehen nachher, aber ich hatte auch das Gefühl, Folge 1 war sehr unrund, Folge 2 war dann schon runder, hat sich aber immer noch, ich habe es beschrieben, als es fühlt sich an wie ein Comic, also inszeniert wie ein Comic, so als würde man so einzelne Panels angucken, die dann ablaufen, Szene fertig, zack und weiter zum nächsten, wir müssen jetzt hier schnell in die Story reinkommen sozusagen. Ja. Und dann ab Folge 3 hat man das Gefühl, ah okay, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kern der Geschichte, jetzt sind die Charaktere etabliert und jetzt fühlt sich diese dritte Folge hat sich angefühlt wie die Folge einer Serie und nicht wie eine Aneinanderreihung von Szenen. Genau. So. So ist es. Ja. Und aber dann wirklich mit dieser Folge 3 muss ich dann sagen, ab da kann man dann wirklich auch als nicht großer Fan der Serien auch wirklich richtig einsteigen. Also so ein bisschen ist es wie bei Anime. Ganz oft ist es ja bei Anime, wenn man anfängt irgendwie sowas und bei mir klingelt das Telefon. Verzeihung. Macht nichts. Du musst einen großen Cut machen. Da sind wir wieder. Verzeihung. Ja, genau. Aber wie gesagt, erste zwei Folgen unrund, ab der dritten fühlt es sich dann wirklich an, als würde es ins Rollen kommen. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf die nächsten 9 Folgen. 12 werden es ja in dieser ersten Staffel und es kommen immer 3 auf einmal. Und von daher kann man, finde ich, auch bisher um die Story, haben wir echt gesagt, worum es geht, grob, ne? Ja, ich habe ganz kurz erwähnt mit der Söldnertruppe und so weiter. Ja, genau. Kann man die Story bisher noch gar nicht so gut bewerten. Was ich sagen kann ist, es hat mir in diesen ersten 3 Folgen bisher eigentlich immer, also wenn der Humor da war, das hat mir eigentlich immer gut gefallen. Der sitzt wirklich sehr. Wenn sie diese ernsthaften Momente und diese Charaktermomente haben aufblitzen lassen, hat mir das auch immer sehr gut gefallen. Aber im Moment ist es noch so, immer wenn der Rat da war, obwohl ich weiß, dass da sehr geliebte Charaktere drin sind, mit Lady Arua und so, war ich damals so, okay, es ist halt zu ruckhaft, als dass mir die wichtig sein könnten. Aber ja, trotzdem hat man, finde ich, schon mal einen ganz guten Einblick bekommen in diesen ersten Standort, den wir hier besucht haben. Ja, generell mit allen Charakteren, die sie halt eingebunden haben, also sei es der Rat, seien es verschiedene NPCs, die halt noch in der Stadt so existent sind, alles so grober Überblick. Also wirklich so grober Überblick, das ist die Welt, das ist die Stadt, das sind die Charaktere, die noch in Zukunft wichtig sein könnten und so. Und und dann wird es Folge 3, okay, und jetzt passiert dieses eine Abenteuer, dieser eine Arc, der geht jetzt richtig los. Ja, es ist halt so ein bisschen, was ich gerade jetzt vorhin gerade noch sagen wollte, ist halt so ein bisschen anime-mäßig. Man wird halt in den ersten Folgen auch bei einem Anime reingeworfen, du hast auch keine Ahnung von irgendwas. Und dann erst mit den nächsten Folgen, dritte, vierte, fünfte Folge, erst blickst du und durch so, darum geht's eigentlich und das sind die Charaktere und das ist die Welt und so funktioniert das alles und. Deswegen mache ich mir auch gerade noch gar nicht so groß Sorgen, weil es bei mir wirklich zum Beispiel so ist, dass selbst die
die meine absoluten Lieblingsanime dieses Problem fast immer haben. Also selbst Death Note, ja, was ich ja bis zum bestimmten Punkt vergöttere, ja, in den ersten zwei, drei Folgen habe ich mich echt schwer getan, weil ich wirklich dachte, boah, es geht aber alles sehr schnell hier gerade. Und dann, ja, und dann wurde es trotzdem ein Meisterwerk. So, deswegen mache ich mir doch gar nicht so viel Sorgen bisher, zumal sie ja in Folge 3 dann auch wirklich gezeigt haben, okay, wir können es so. Ne? Und ich glaube, es war auch wahrscheinlich den Leuten von Critical Role einfach irgendwie wichtig, dass sie so auch die Sachen aus dem Home Game nochmal verwirklichen können, sodass es sich für sie wahrscheinlich rund anfühlt. Was ich sagen muss, was mir wirklich auf Anhieb gut gefallen hat, und ich kenne ja die Charaktere, wie gesagt, bisher nur am Rande, aber die Charaktere haben für mich eigentlich durch die Bank weg sofort funktioniert. Was ich sehr, sehr mag, ist wirklich, und das mag ich ja in Spielen generell, deswegen mag ich auch die Guardians of the Galaxy so gerne, dass das einfach eine Bande von Arschgeigen ist. So, der wir hier zugucken. So, das ist halt so, also auch da habe ich das Gefühl, noch sehr viel mehr, als es dann auch im Pen and Paper in Staffel 2 und 3 war. So ist das hier halt wirklich noch eine Bande von Arschgeigen, der wir beiwohnen. Ja, das ist wirklich so. Also Vox Machina ist noch ein ganz anderes Kaliber als der Mighty Nein oder. Haben Sie sich mit dem auf den Namen geeinigt? Wir In der haben noch dritten keinen Namen, Kampagne? nee. In der dritten Kampagne halt dann, wie auch immer sie heißen werden. Da war Vox Machina noch ganz anderes Kaliber und noch viel rauer ja, Arschgeigen halt wirklich. Ja, und das ist halt wirklich so. Also, ich fand so allein diese erste Szene in der Bar, ja. Du siehst die ersten Sachen, die du von ihnen siehst. Okay, offenbar betrinken sie sich jeden Abend und wurden schon aus jeder Taverne der Stadt rausgeschmissen. Das ist die letzte, die sie noch über haben, die sie überhaupt noch aufnimmt. So, Scanlan vögelt sich quer durch die ganze Stadt und auch die Tochter der Wirtin dabei nebenbei. Ja, und dann werden sie halt angepöbelt, betrunken und schlagen halt erstmal direkt jemand die Hand ab und prügeln sich quer durch diese Bar. Und sind dann sogar noch so, dass die Wirtin sagt, ey, hier bezahlen Schadensersatz. Und Vex sind zu gierig, um das zu bezahlen und werden lieber rausgekickt und rausgeschmissen, als dass sie die paar Silber da bezahlen dafür. Und ich dachte halt wirklich so ab der ersten Minute eigentlich, ich hab euch gern. Nee, stimme ich vollkommen zu. Sie sind wirklich sehr, sehr lustig drauf. Also, sie haben es halt auch ganz gut gemacht mit diesen, dass halt vor allem Keyleth und Pike sind noch. Also, Keyleth ist ja eigentlich vor allem ist dieser Charakter, der noch versucht, irgendwie noch so: Hey Leute, wir können auch mal nett sein und wir müssen doch nicht immer alles und so trinken. Und halt auch Teil des Unschuldslamm ist so auf dem Motto, während Pike zwar einerseits sagt so: Hey, lass uns doch zum Beispiel gut sein, aber selber halt auch so mega raubbeinig drauf ist, weil es halt mit Grog immer halt auch trinkt und unterwegs ist. Und ja, Percy halt eigentlich sich aus allem immer raushalten möchte, überhaupt nichts mit dem zu tun haben will. Vex und Vex sind halt Vex und Vex. Die klauen halt und da ist die Münze das Oberste und naja, Grog schlägt um sich und Scanlan vögelt um sich. Ja, und das ist so, ne? Aber das, wie gesagt, das, was ich meine, dass sie es halt sofort geschafft haben, dass Scanlan, der Barde, wen wundert's, halt diese schillernde Persönlichkeit ist, der sich immer in den Vordergrund drängen muss. So mit ja, Vex und Vex, so die beiden Geschwister, wo man schon merkt, okay, da ist irgendein, also ja, sie sind Geschwister, aber auch darüber hinaus irgendein ganz krasses Ding, was sie verbindet miteinander. Also da wird ja auch schon mal wieder angedeutet, irgendwas sehr Tragisches haben sie wahrscheinlich erlebt, die beiden. So, sie geben sich große Mühe, Vexalia als sehr, sehr verrucht und auch sexy verrucht darzustellen. Was ihnen auch ganz gut gelingt, weil ich wirklich gemerkt habe, wie in jeder Szene so mein Blick, wenn die ganze Gruppe da war, zuerst zu ihr gewandert ist. So, ja, dann halt, ja, Keyleth, es ist Laura Bailey, die will das doch so. Sie hat's ja so Sie gespielt, hat es ja so also. gespielt, also macht sie es richtig. Ach so, das kann man vielleicht auch sagen, also sie sprechen sich alle selber in der Serie. Ja, Und Matt Keyleth. spricht halt mehrere. Also nicht alle werden Ja. von Matt gesprochen, sondern wie gesagt, er ist ein großer, großer Ja. Cast. Ja. Aber Matt spricht halt immer wieder verschiedene Rollen, halt immer mit seiner veränderten Stimme. Ja, dann hat Keyleth als so die Unbeholfene. Da zum Beispiel finde ich wieder, merkt man, dass man zu sehr reingeworfen wird, weil so dieser Faktor, warum sie ja auch damals, das habe sogar ich mitbekommen, im Pen and Paper auch lange angefeindet wurde, weil sie halt, ja, eine total unsichere, noch nicht in ihren Fähigkeiten gefestigte Person gespielt hat. Und hier, ja, kriegst du es halt mit durch, dass sie ab und zu mal mit Keyleth angebrüllt wird, damit sie was machen soll. So, und dadurch wird halt das impliziert, aber ich glaube, wenn man es nicht wüsste, würde es jetzt auch nicht so super gut rüberkommen. Ja, Grog, der einfach nur dumm ist, aber gut draufhauen kann.
aber halt auch immer wieder seine genialen Momente hat, unfreiwillig. Ja. Und so, ja, die Running Gag-Maschine eigentlich des Ganzen ist. Ja. Ja, Mit und halt. Scanlan halt. Ja, Percy, das genieße ich auch so, so. Der Einzige, der irgendwie so ein bisschen was wie Stolz und Ehre und so besitzt, und der die ganze Zeit nur denkt, was mache ich hier? Diese Warum bin ich dabei? Vollidioten. Ja. Damit können wir ja vielleicht schon mal zum Humor ein bisschen übergehen. Also den fand ich möchte anmerken, gleich vorab, sie nutzen auch sehr gerne Fäkalhumor hier und da mal mit, hey, wir kotzen und ich muss ihm in den Mund kotzen und da muss er kotzen und wir rülpsen und so weiter. Das ist halt nicht mein Ding, so, aber das kommt halt zwei, dreimal vor und dann ist halt auch gut. Das So. Ding ist, die haben halt wirklich so die Kampagne gespielt. Ja. Passt aber auch zu diesem Pöbelhaften, was die Gruppe halt hat. Aber sie haben halt wirklich, also gerade mit, also Grog, das wirklich, der Witz ist ja eigentlich immer derselbe. Der Witz ist immer, er nimmt was für bare Münze, was ironisch gemeint ist, oder er glaubt das, was sie als Lüge erzählen. Ja. So. Aber es hat mich jedes Mal wieder gekriegt, weil es immer wieder in so einen Moment kam, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass jetzt dieser Spruch von ihm kommt. So. Ja, der halt ja einfach wirklich, wirklich lustig war. Und dann ist es halt auch wirklich einfach total over the top so. Also ich mochte allein diese Bar-Szene, die sie am Vorfeld schon gezeigt haben, mit Vex, der da zu diesem Rüpel da hingeht und dann erstmal so ihn die ganze Zeit quasi beflirtet, obwohl der das nicht möchte. Und ihn in Sachen verstrickt, die der gar nicht möchte. Und ja, dass man dann wirklich sieht, während sie da kämpfen, dass dann Vexalia nebenbei noch einen Geldbeutel klaut und sich den einsteckt. So und ja, so ganz, ganz viele schöne Sachen, dass sie übereinander stolpern während des Ja, Kampfes. genau. Und ja, und halt Scanlan, der halt für, ja, jetzt schon für mich ein, zwei ziemlich ikonische Szenen da war. Also allein wie er die Gruppe vorstellt und dass halt die meiste Zeit so ein wirklich klarer Bardensong ist, sozusagen. Und für seinen Part, weil er halt so eine schillernde Persönlichkeit ist, er dann quasi in Cloud-Rap übergeht. Ja. Ja, das kann halt einfach so gut, also allein. Das war ja auch so ein Running Gag halt in der Kampagne, dass er es halt immer geschafft hat. Es gibt halt im Spiel bei D&D diesen Zauber Bardeninspiration und er hat halt es wirklich aufgemacht, immer wenn er halt Bardeninspiration eingesetzt hat, um einen seiner Verbündeten zu buffen, hat er halt wirklich irgendetwas gesungen. Und hat halt entweder selber sich was ausgedacht oder hat halt irgendeinen bekannten Song halt einfach nachgesungen. Also Ja. der ist halt einfach, ich meine, man kennt ja seine ganzen Sketches, die er halt auch jetzt in der aktuellen Kampagne macht. Er ist ja wirklich eine weiß ich, Kreativmaschinerie und Improvisationsmaschinerie. Das ist ja unglaublich. Also das ist ja, wie er das hinbekommt, ist abartig. Ja. Ja, und dann kann man vielleicht noch sagen, wo wir jetzt auch damit ein bisschen zu Action schon übergegangen sind. Die Serie ist ab 16. Und einmal mehr saß ich gleich in den ersten Szenen da und dachte, was muss eine Serie heutzutage noch tun, um ab 18 zu sein? So, weil es, ich sag mal so, es ist nicht ganz so brutal und gory wie Invincible zum Beispiel, aber es ist auf einem guten Weg dahin. Also ich meine, die ersten Szenen sind direkt, wie jemand von Stein komplett zerquetscht wird, ein Schädel in der Mitte durchgetrennt wird. Man sieht in der Serie, wie Leute gegen Baumstämme geschleudert werden und dann der Baumstamm durch den Kopf nach vorne durchkommt. Leute werden zerteilt. Also es ist gory. Ja. So, und ja, aber es ist aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, weil auch Critical Role spielen das erwachsen und nicht für Kinder ausgelegt. Und ich glaube, hätte man das jetzt der Zielgruppe zuliebe, so nach dem Motto, oder um eine größere Zielgruppe zu haben, auf 12 gepackt, ja, dann würden zum Beispiel die Kampfszenen viel weniger wuchtig rüberkommen, weil. Ja, wenn halt so ein riesiges Monster auf irgendwen einschlägt, naja, dann ist der halt Matsch. So, ne? Und das ja, hätte halt dann ganz schnell schief gehen können. Und ja, es gibt viel Nacktheit, viel bösen Humor, viel Gewalt. Und ja, also ich glaube, animierte Serien können wahrscheinlich einfach gar nicht mehr ab 18 sein. Wahrscheinlich geht das einfach gar nicht mehr. Ja, irgendwie so, es sein, es ist nur noch Gewalt und Sex oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann machen sie es einfach Sinn. Ja, Gesundheit. Verzeihung. Danke. Aber ansonsten anscheinend geht das wirklich nicht mehr. Also das fand ich schon.
überraschend. Also ich war die Jahre halt in Trank sehen, dass es ein bisschen gory wird, aber ich war jetzt trotzdem überrascht, dass es doch so dauerhaft ja, gorehaft ist und Nacktheit und alles dargestellt wird, ohne irgendwas, das zensiert werden muss, sonst irgendwie. Hätte ich es auch nicht erwartet. Aber ja, finde ich cool, dass sie wirklich das wirklich für Erwachsene einfach machen. Das fand ich übrigens sehr lustig. Die Schwester von Sam Riegel hat auf Twitter geschrieben: Ich bin so stolz auf meinen kleinen, ich glaube, kleinen Bruder. Ja. So, und Glückwunsch zum Start von Vox Machina. Allerdings muss ich ankreiden, dass Scanlan viel zu oft nackt zu sehen ist. Ich kann darüber nicht hinwegsehen. Aber so ist Scanlan leider. Ja. Er war eigentlich immer nackt. Ja. Ja, und also ich finde dann aber auch die Action, die sie haben, ist echt super cool inszeniert. Also wie gesagt, allein in dieser Bar-Szene passiert so viel auf einmal, ja. Dass das schnell total chaotisch werden könnte. Aber trotzdem arbeiten sie mit super coolen Kamerafahrten. Du siehst ganz viel, ich glaube, das ist so eine Szene, die kannst du wahrscheinlich auch ein paar Mal angucken und siehst immer noch im Hintergrund, wie einer der Charaktere auch gerade noch irgendwas macht. Wie gesagt, ja. Mir ist halt diese Szene so aufgefallen, wie sie gerade alle kämpfen und alles fliegt und so weiter und dann einfach Vexaya mit so einem Geldbeutel durch die Gegend läuft, zwischendrin, den sie geklaut hat. Und ja, es gibt dann eben auch noch, ohne den jetzt zu spoilern, das machen wir dann im Spoiler-Part, dann auch noch einen richtig großen Kampf in der zweiten Folge und in der dritten auch. Und ja, die sind halt wirklich richtig gut inszeniert. Also da, wie sie ja auch schon in Vorschauen gesagt haben, so dadurch, dass es eben animated ist, kann man eben auch alles machen. Man muss sich nicht Gedanken machen, wie lassen wir die Kamera so fahren. Und das nutzen sie halt auch wirklich, dass halt wirklich es von einem Charakter zum nächsten übergeht und du hier auch wieder das Gefühl hast, hier kämpft ein Team miteinander und das eben gut rüberkommt. Können wir ja nur wiederholen. Also damals beim Suicide Squad, beim ersten, wo wir die ganze Zeit das Gefühl hatten, ja, wir beobachten hier 6, 7 Einzelkämpfer, die nie zusammenarbeiten. Ja. Und das ist hier halt ganz, ganz anders und ja, echt, echt ziemlich cool aus meiner Sicht. Ja. Ja, generell halt, also über die Chemie muss man nicht reden, weil ich meine, die spielen alle gemeinsam seit Jahren Pen und Paper zusammen. Die sind die besten Freunde überhaupt, die haben eine eigene Firma gemeinsam. Also natürlich passt die Chemie perfekt, wie sie es halt sprechen, die Rollen und wie die Rollen auch dargestellt werden. Also. Ja, es sind alles super Schauspieler, die machen alle einen tollen Job. Jede der Synchronstimmen kennt man aus allen möglichen Videospielen und Serien und keine Ahnung was. Also da ist die Qualität der Serie halt ganz, ganz groß und es macht einfach Spaß zuzuschauen. Ja, und wie gesagt, was die Action angeht, da sieht man halt auch, dass da auf jeden Fall Budget vorhanden war. Sie haben flüssige Animationen drin, sie haben immer einen guten Überblick über die Szenerie, gute Special-Effekte, der Drache mit seinem CGI sieht auch okay aus. Ja, das finde ich ganz spannend, dass die, also von der Optik her, die Serie hat ja wirklich in weitesten Teilen hat es ja so die Ästhetik von so einer, ja, 90er Jahre an, frühe 2000er, ja. DC-Serie sozusagen, was halt ganz bewusst ist, dass sie halt so diese, ja, diese Saturday Morning Cartoon-Vibes einfangen wollten, aber halt in brutal und mit Flüchen. Ja. Und dann war dann, ja, dann gibt's halt aber plötzlich dann doch mal so CGI-Elemente drin und es hat mich erstaunlich wenig rausgerissen, so, sondern es hat halt so irgendwie so diese Epik klar gemacht, dass das jetzt gerade was sehr Bedrohliches ist sozusagen in dieser Welt. Und ja, also es sieht halt, finde ich, echt richtig, richtig stark aus. Die Animationen sind toll. Und ja, da finden sie auch so eine gute Mischung aus diesen so super flüssigen Animationen, aber auch so diesen wirklich ganz klassischen, so, dass die Charaktere so irgendwo hochrennen. So was halt so dieses ganz Klassisches. Da merkt man halt schon, dass die auch alle schon ein wenig älter sind. So. Und dass sie alle sozialisiert wurden von denselben Sachen oder noch älteren Sachen als wir. Ja, ja, ja. Ja, generell, sie sind ja auch alle riesen Fans von den alten Zeichentricksachen. Nicht umsonst machen sie ihren Sketches, machen sie auch so immer drüber lustig und machen ihre Sketche oder Parodien halt von den alten Serien und so weiter. Ja. Ja, das ist halt die Truppe. Die mögen das und so ist halt die Serie. Und das ist halt generell ein Herzensprojekt, was sie da halt haben. Also von ja. Daher passt das. Ja, und was ich dann auch noch sehr gelungen fand, war, dass sie, finde ich, diese Pen-and-Paper-Ästhetik, wie ein Pen-and-Paper gespielt wird, dass sie die ganz gut in eine Serie umgesetzt bekommen. Zum Beispiel so dieses, es gab so in der zweiten Folge eine Szene, wo ich dachte, das ist so Pen-and-Paper. Sie sollen ein Monster finden
Und sie gehen halt in das Dorf rein, wo sie da sind, so, hast du irgendwas gesehen? Jemand Verdächtiges? Jemand, der grüne Haut hat? Gebt uns Infos. Und das ist so Pen and Paper. Ich spreche mal jemanden an und frage ihn einfach, ob er was weiß. Ja, genau, genau. So, und dass eben auch sehr dieses Darstellen, diese Reise von den schwachen Level-3-Helden, in Anführungszeichen, die dann irgendwann supermächtig sein werden und auf Gott-Level sozusagen. Ja. Und ja, das stellen sie halt auch ganz gut dar, weil wirklich die Gruppe in diesen ersten drei Folgen schon ganz gut aufs Maul bekommt. Oh ja, da waren sie halt und die nicht die krassen legendären Helden, die sie vielleicht mal eines Tages werden. Da waren sie noch ganz klein. Ja. Und ja, ich finde auch immer, man sieht immer so verschiedene Situationen. Also es gibt halt ein kleiner Mini-Spoiler, der größte Feind Vox Machina, das sind Türen. Ja. Und man sieht halt, es gibt da eine Tür und sie versuchen diese Tür aufzubekommen und benutzt halt alle möglichen Zauber und versuchen Skillwürfe und und. Und wenn man halt die Kampagne kennt, dann weiß man halt, dass halt wirklich in der Kampagne Vox Machina, in dem Pen and Paper, war halt regelmäßig, wenn sie auf Türen gestoßen sind, haben sie halt dauerhaft, aus welchem Grund auch immer, immer ihre Würfelwürfe verkackt. Was hat dafür gesorgt hat, für so irrwitzige Situation, dass sie vor dieser Tür standen und diese Tür nie aufbekommen haben. Und ich finde, das wird sehr schön auch hier in der Serie implementieren, dass halt Vox Machina das größte Feind sind Türen. Ja. Warum auch immer. Aber die Würfel wollen keine Türen öffnen. Ich bin auch überzeugt, dass sie da einen Running Gag draus machen werden. Das haben sie ja jetzt schon angedeutet, dass sie das tun werden. Und es ist halt so gut, weil ihr müsst wissen, das zieht sich bei Critical Role durch alle drei Kampagnen. Das war nicht nur dieser komische Zufall, sondern durch alle drei Kampagnen sind Türen der größte Feind. Ja, es ist warum auch immer, aber irgendwie wollen die Würfel bei ihnen nicht funktionieren, wenn sie eine Tür öffnen wollen. Es ist sehr, sehr lustig, ja. Ja, generell, da kommen wir gleich dazu, gibt es echt viele coole Easter Eggs. Also wenn man Fan von Critical Role ist, dann haben sie echt einige coole Easter Eggs mit drin, die wir dann aber gleich noch genauer beleuchten werden. Ja. Und was aber auch nicht zu kurz kommt und dann besonders ab Folge 3 auch schon deutlicher wurde, ist, dass sie eben, ja, dass es sehr humorlastig ist schon, aber dass dann auch immer mal angedeutet wird oder auch downright gezeigt wird, dass diese Charaktere durchaus sehr, sehr andere und sehr emotionale Seiten eben auch haben und sehr tragische Seiten. Sind manchmal so kleine Momente, wie in der zweiten Folge, wo dann Vex mit so einem kleinen Jungen interagiert, so wo man dachte, ah, okay, da wird eben schon aufgezeigt, okay, das ist nicht nur der kaltherzige Dieb. Sozusagen. Ja. Und in Folge 3, das möchte ich jetzt aber nicht spoilern, ja, wird es ja dann das erste Mal auch richtig harter Tobak, den man dann so zu sehen bekommt. Und ja, ich muss halt wirklich sagen, da habe ich wieder gemerkt, ich liebe Critical Role für ihre lustigen Momente. Ich lache mir wirklich den Arsch ab, vor allem in Kampagne 3 jetzt mit Travis Charakter und so. Aber die Magie ist für mich immer dann da, wenn es ernst wird bei denen. Sozusagen. Immer wenn sie die traurigen Background-Stories beleuchten und die emotionalen Momente haben, dann ist so diese Magie von Pen and Paper für mich da. Und das habe ich halt auch hier wieder gemerkt. Das ist alles lustig, alles cool, alles gut inszeniert. Aber sobald sie in den Modus geschaltet sind, jetzt wird es emotional, habe ich gemerkt, jetzt ist meine Aufmerksamkeit gleich nochmal 20% höher. Ja. Ja, kann ich mir nur anschließen. Es ist halt, das war aber auch das Besondere, was halt so viele Fans ja auch über die Jahre zu Critical Role gebracht hat, dieses, dass sie halt einerseits, lachst du dich jede Folge über irgendwas schlapp, sie sind halt eine chaotische Truppe und andererseits können sie aber dann immer wieder zeigen, dass sie halt wirklich gute Schauspieler sind, dass sie halt wirklich gute Storyschreiber sind und auch tolle Background-Stories für ihre Charaktere machen können. Und ja, deswegen fand ich ja zum Beispiel immer Vox Machina mit am stärksten, weil gerade dort fand ich immer die Background-Stories sehr viel düsterer und stärker als noch in späteren Kampagnen. Und ich finde es cool, dass sie jetzt halt wirklich schön beleuchtet werden und halt gezeigt werden, was da eigentlich alles so passiert ist mit den Charakteren. Und da kann ich nur sagen, ihr könnt euch auf einen wilden Ritt gefasst machen, was da noch alles kommt. Ja. Ja, und dann vielleicht, zumindest von mir aus, spoilerfrei zuletzt, du hattest es vorhin ja schon mal angerissen, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal wirklich das Voice-Work generell loben, also nicht nur von den 7 Critical-Role-Leuten, sondern ja, sie haben ein extra Casting-Video gemacht, wen sie alles gecastet haben. Und es ist wirklich ein bunter Mix aus wirklich richtig bekannten Leuten, also zum Beispiel General Creek wird von David Tennant gesprochen.
So, und Lady Allura von Indira Varma, die man aus Game of Thrones kennt und so. Also haben sie echt richtig bekannte Leute drin. Aber halt natürlich auch von ganz vielen Voice-Over-Freunden, die sie so haben, die dann auch alle ihre Auftritte bekommen. Und also sie machen da wirklich alle durch die Bank weg einen fantastischen Job, was die Stimmen angeht. Und ich würde euch wirklich empfehlen, ich weiß, viele mögen das nicht, aber wir haben es ja mit Untertiteln geguckt. Und allein bei den Untertiteln dachte ich wieder so, Leute, macht euch, wenn ihr wollt, Untertitel an, aber guckt es auf Englisch, weil ihr dann eben die Originalsprecher hört, die eben ihr Herz da reinlegen. Und so viel, also weil das ja sehr rough und sehr erwachsen ist und deutsche Übersetzer ein großes Problem damit haben, Dinge so zu übersetzen, wie sie gesagt werden. Also allein die ganzen Beleidigungen sind im Englischen viel besser. So, da ist dann wirklich so, wird dann im Englischen wird irgendwie die übelste Beleidigung rausgehauen und im Deutschen sei nicht so verklemmt. So, das ist halt einfach was komplett anderes. Und auch allein so von den ganzen Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich habe mir so eine Szene aufgeschrieben, wo Pike, die kleine Gnomin, die ganze Zeit so das dritte Rad am Fahrrad ist. Haha, mal umgedreht. Und die ganze Zeit immer sagt, hallo, ich bin auch noch da, hi. So, und im Englischen sagt sie halt, hi, still here, can we get to the point? So, und im Deutschen lassen sie dieses still here einfach raus. Und da ist dann so, hallo, kannst du uns helfen? So, und so durch dieses, hi, still here, kommt es aber, dieses sassy, hallo, ich bin auch noch da, viel besser rüber. Deswegen, wenn ihr damit irgendwie leben könnt, guckt es auf Englisch. Das ist nur meine ganz große Empfehlung. Ganz ehrlich, wir hätten eigentlich mal gucken müssen, wie sind eigentlich die deutschen Synchronstimmen. Das muss total weird sein, weil wir kennen ja eigentlich nur die echten Sprecher, die englischen Stimmen. Ja, aber das ist für mich so ein Fall, wo, ja, und zumindest auch bei einem Anime schon mal gesagt, es wäre schön, wenn ihr in die deutsche Variante nochmal reinguckt, um zu sagen, wie die Qualität da ist. Aber ich glaube hier, ich würde automatisch, ich könnte nicht objektiv sagen, ob das gut ist. Weil ich so an die Originalsprecher gewöhnt bin und das seit Jahren und so Fan von deren Arbeit bin, dass ich, ja, alles, also da bin ich sicher, alles für schlecht befinden würde, was nicht sie selber sind. Ja, da bin ich auch Aber fast. eure Entscheidung. Ja. Ja, ich glaube, damit können wir den spoilerfreien Part abschließen. Ja, Und noch ich auch hätte auch so nicht so ein, einfach so spoilerfrei erzählen können. ja, noch so ein paar Kleinigkeiten im Spoiler-Part erledigen. Genau. Ganz wichtig, bevor jetzt Leute denken, oh Gott, sie spoilern die erste Kampagne und wie es weitergeht. Wir spoilern natürlich nur Dinge, die ihr auch schon gesehen haben könnt. Genau. Ja. Genau. Deswegen, also. Wenn ihr jetzt schon hier stoppt, weil ihr sagt so, nee, jetzt will ich noch die drei Folgen gucken, dann viel Spaß dabei und kommt dann gleich wieder. Und ansonsten für alle anderen geht es los in 3, 2, 1. Spoiler! Ja. Fangen wir doch mal klein an. Benennen wir doch mal ein paar von den Easter Eggs, die sie so drin haben. Ja, eines der Haupt-Easter Eggs natürlich, dass in jeder Folge anscheinend Matt in irgendeiner Ja. Form verewigt worden ist als Charakter, als der Dungeon Master. Ja. Es passt auch wunderbar, finde ich, zu dem Gag, den wir halt in der Gruppe immer gemacht haben, ne, dass jede Figur in unseren Welten hat immer das Gesicht des Dungeon Masters, der Ja. gerade das macht. So haben sie halt Matt jetzt eingebunden, dass er halt nicht nur Stimmen immer wieder übernimmt von verschiedenen Charakteren, sondern halt als ein fester Charakter immer wieder irgendwie auftaucht. Ich würde da Ja. lustig, wenn sie irgendwann darauf eingehen, von wegen so, aber haben wir dich nicht schon mal irgendwann gesehen? Ja. Ja, also das fand ich wirklich sehr cool. Und da hat auch wirklich so, wurde auf Twitter gefragt, so, ob das seine Idee war. Da hat er gesagt, nee, das war nicht meine Idee, das waren die Designer, die mir da in dieser Form irgendwie, ja, ein Dankeschön geben wollten. So, das, ja, fand ich sehr, sehr cool. Ja, ich finde es super cool, dass der Theme-Song von der zweiten Kampagne, Your Turn to Roll, dass der, ja, dass der quasi das Battle-Theme ist. So, also einmal spielt es quasi wirklich, nur ohne die Lyrics. Und dann wird aber wirklich in jedem Kampf wird dieses Battle-Theme quasi angepasst. Und es ist aber immer von den Grundnoten her Your Turn to Roll. Was mich sehr freut, weil ich diesen Song sehr liebe. Auch wenn ich den neuen auch echt super cool finde. Ja, und dann so ganz viele Kleinigkeiten. Wie gesagt, das mit den Türen, dass sie da halt nicht nur diese eine Hauptquest-Tür haben, sondern dass sie dann an einer Stelle in ihrer eigenen Burg eine Tür nicht geöffnet bekommen. So, und Groxy dann auftreten muss. Ja, und auch, dass dann an einer Stelle Tasklav einfach mal gezeigt wird. Und Das große Schmuddelbuch von Jester aus der zweiten Kampagne von Mighty Nein. ja. Ja, also und ich wette, wir haben auch viel verpasst. Also ich wette, da sind so Ja, viele ja. kleine Easter Eggs drin. Und natürlich,
Auch wenn es nur in kleinen Rollen ist, es werden halt so viele Charaktere auch mal kurz eingebaut, die den Fans sehr, sehr wichtig sind. Ja, wie Gilmore zum Beispiel. Genau. Ja, auch, ich finde auch schön gemacht, dass sie halt so, um diesen Charakter zu unterstreichen, dass sie halt bei Vex das gemacht haben mit, dass er einfach nur einen geschlossenen Beutel so ein bisschen klimpern, sofort sagt so, da sind drei Silbermünzen drin. Das ist halt so ein Running Gag, den sie in der Kampagne von Vox Machina gemacht haben, dass halt Laura einfach nur am Geräusch von einem Geldbeutel sofort erkennen kann, so und so viel Geld ist da drin. Weil sie halt so gierig ist und so auf Geld steht und auf Münzen und so weiter, dass sie halt perfekt weiß, wie viel Münzen wiegen, wie die sich anhören, wenn die ineinander scheppern und so weiter. Und ich finde schön, dass sie da einfach gemacht haben, dass so, ah, da sind drei Silbermünzen drin, ohne reinzugucken. Finde ich auch lustig. Ja, also wirklich viele, viele coole Easter Eggs. Und dann, ja, also das Ding ist ja, in den ersten zwei Folgen, da haben wir vorhin noch so ein bisschen drumrum gedruckst, geht es ja um den blauen Drachen. Darum Genau. handelt es sich ja letztendlich. Und ja, wie gesagt, ich fand das super cool. Ich fand auch schön, dass sie da, also das habe ich halt durch das Casting-Video gelernt, dass General Creek halt ja auch einfach eigentlich ein reiner Home-Pen-and-Paper-Charakter war. Ja. Und ja, ich fand es schon, wie gesagt, ich fand es irgendwie cool, dass sie das jetzt hier so eingebaut haben und dass sie ja dann auch da schon, wie gesagt, Mini-Spoiler, man hat ja schon gesehen, an einer Stelle sind mehrere Drachen zu sehen und der Drache sagt, boah, wir haben mal die Welt regiert und so weiter. Also so ganz subtile Hinweise, Ich was weiß eventuell noch nicht, was kommen du könnte. meinst. Ähm, Keine Ahnung. ja, und das fand ich halt cool, aber ich muss halt wirklich sagen, in den ersten zwei Folgen war es zum Beispiel dann so, ne, sie haben ja dann so ganz offensichtlich so einen vermeintlichen Bösewicht mit Fins hingestellt am Anfang und er war es dann halt nicht, sondern General Creek, der scheinbar auf ihrer Seite war. Und aber da habe ich halt wirklich so gemerkt, dass du merkst, das wirkt so wie, da war noch kein richtiges Skript da, da ist noch keine Handlung, der das Publikum folgen konnte, die über viele Folgen aufgebaut wurde und so, weil ja, das war so ein Twist, der war dann da und ich dachte, ja, aber dieser Bösewicht wurde ja null aufgebaut, der wurde jetzt einfach nur für einen coolen Kampf genommen und fertig so. Und ja, dementsprechend fand ich den Drachen ziemlich cool und eben auch den Kampf mit der Illusion und so weiter und so fort. Und ja, auch wieder zum sehr Guardians-esken, wir nehmen ihn einfach nicht ernst und regen ihn damit auf. Und wir kommen nicht miteinander klar und tun so, als würden wir uns gerade selber behindern daran. Fand ich alles cool, aber für mich geht die Handlung von Legend of Vox Machina geht mit Folge 3 los. Ist Ist einfach ja so. wieder vollkommen korrekt, weil ja, was ich ja schon außerdem zu dir sagte, also ich habe das Gefühl, da, Folge 1 und 2 war halt einmal, um so ein bisschen Charaktere zu etablieren und halt noch eine Sache aus dem Homebrew mitzunehmen, was eventuell noch später wichtig werden könnte. Und deswegen mussten sie das halt in dem Sinne zeigen, damit sie halt in einer späteren Staffel, würde ich mal behaupten, das machen, weil ich habe schon gelesen auf Twitter, dass zweite Staffel schon in Arbeit ist. Yes! Sehr gut. Das hab ich ganz vergessen, noch vorhin zu erwähnen. Das hatte ich doch, bevor wir angefangen haben, zu Discordin zu quatschen, hatte ich das im Internet auch gerade so geguckt, dass das auf Twitter schon gesagt wurde, Arbeit, Staffel 2 ist in Arbeit. Also Amazon scheint da großes Vertrauen in die Serie zu haben. Und zu Recht, muss man sagen, zu Recht. Ja. Ja, und Ja. deswegen ist dann halt wirklich das doch so ein bisschen, das dient halt so ein bisschen zum Etablieren der Welt, Etablieren der Charaktere und zu sagen, so, okay, jetzt haben sie halt hier ihre Burg und jetzt, das ist ja ein großer Preis, deswegen leben sie jetzt da im Morgen und sind jetzt die großen Beschützer davon und jetzt geht die eigentliche Story los. So, dann kommt Und halt der mit dem Briarwoods, der Briarwood Arc. ja, weil das war wirklich so, als zum Beispiel in Folge 2 gibt es so eine ganz bezeichnende Szene, warum die ersten zwei Folgen für mich nicht funktioniert haben. Das war dann so dieses, okay, wir hauen den Drachen aufs Maul. Oh fuck, der Drache ist stark. Oder wir hauen, was auch immer es ist, aufs Maul. Oh scheiße, es ist ein Drache. Fuck, der ist stark. Wir wurden besiegt. Okay, Vex spürt, der ist böse. Sie spürt irgendwas von damals. Na gut, dann verlassen wir das Land und kommen nie wieder. Wir kommen ins Dorf. Oh, alles abgebrannt. Jetzt hauen wir ihm aufs Maul. So, das ist so, die switchen innerhalb von 5 Minuten in ihrer Meinung Ja. so hin und her. Und ab Folge 3 war es dann, wie ich so das Gefühl hatte, ah, okay, es geht erstmal los. Mit einem Albtraum von Percy aus seiner Vergangenheit. So, wie seine ganze Familie abgeschlachtet wurde. Von den Briarwoods. So, und ja, dann fand ich einen coolen Satz, irgendwie so dieses, wo ihn dann Vex'ahlia fragt, Bad Dreams.
Und er fragt, ist there any other kind? So, das war schon so sehr bezeichnend. Alles, was er hat, sind schlechte Träume. Ja. So, und ja, dann finde ich, da haben wir zwischen dieser Folge die perfekte Mischung gefunden. So am Anfang in der Burg, wie man dann erstmal die Gruppe nochmal sieht. Und dieses geile kompetitive Spiel von Grog und Wechseldan, wo Zweitra überhaupt nicht zugestimmt hat, das Spiel überhaupt mitzuspielen, dass sie versuchen, sich überraschend irgendwie gegenseitig zu treffen. Das Spiel heißt Nussknacker. Wo könnten sie sich wohin treffen? Ja. Ja, und dann eben so, das Ganze mit dem Ball ist dann erstmal sehr, sehr lustig aufgezogen, so insgesamt, und einfach super cool, so diese Gruppe, die einfach nicht in der Lage ist, sich zivilisiert zu benehmen. So allein zwischen Grog und Pike, die sich dann über die Sektgläser aufregen. Ja, wer soll denn davon betrunken werden? So, dann so, ah komm, zwei für dich, drei für mich. Chepper. So. Ein köstliches Getränk. Noch ja, ein. Und Lady. Ja, da haben sie den Tor ausgepackt. Ja, wirklich. Ja, und Lady Allura bei Sorin ist nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir müssen sie einladen, sie sind die Beschützer von uns. Und ja, und dann hat das Legendäre halt wirklich, wie denn Scanlan sagt, so, ich lenke sie ab. Und dann diesen Song macht, wo man denkt so, what the fuck? Ja, mit seinem Regenbogen-Hodenschutz. Ja. Ja, und dann... Was soll ich sagen? Also ablenken kann er. Ja. Und dann aber eben wirklich so, dass man am Anfang schon das Ganze gesehen hat mit den Briarwoods, dass man dann merkt, oh fuck, Percy ist auf diesem Ball, die Briarwoods kommen dahin. So, dass man eben auch schon gesehen hat, gleich zu Beginn, die sind fucking mächtig, so. Bringen auch einfach Leute um und ja... Delilah Briarwood macht sich nicht mal die Mühe, aus der Kutsche rauszukommen. Ja. So, das macht ihr Mann schon. Und ja, dann wirklich, wie du da konntest du diese Spannung dann auch wirklich greifen mit Percy am Tisch, der die ganze Zeit einfach nur starrt und starrt und starrt. So, ja. Und ja, das fand ich dann sehr, sehr cool. Und dann eben auch, ja, dass die beiden dann eben Wechseldan erwischen. Und ja, da. Die Säge da schon ganz klar macht, ja, das sind die Big Bads für diese Season. Oh ja, die sind wirklich die Big Bads. Und ja, für mich ist es halt auch schön, das jetzt so nochmal schön animiert zu sehen und so weiter, weil ich mich dann zurückerinnere, ah ja, das war die Szene und jetzt passiert gleich das und jetzt kommt das und oh ja, auch in der Kampagne ist er da fast verreckt. Mhm. Ja. Und das ist schon ganz cool, das ist alles so richtig animiert zu sehen und nicht mehr sich sozusagen das nur vorzustellen, wie sie halt das denn alles spielen und was da so passiert. Das ist schon ganz cool. Vor allem mit diesem Wissen, was jetzt noch alles kommt. Da bin ich noch sehr gespannt drauf, wie sie das alles noch umsetzen. Ja. Ja. Und was halt, glaube ich, für nicht Pen and Paper Spieler eine merkwürdige Ästhetik ist. Zum Beispiel, du hast mir dann auch gesagt, und ich habe es auch so verstanden in der Serie, ja, an der Stelle ist er in der Kampagne damals, ist Wechseldan gestorben. Und wurde dann halt revived, so. Also, nicht vergessen, nicht gestorben, sondern nur Lebenspunkte. Ja, also Lebenspunkte null, so, ja. Aber ich glaube, diese Ästhetik wird für Nicht-Pen-and-Paper-Spieler noch sehr merkwürdig werden. Dass vermeintlich Leute sterben und dann so, schumm, da bist du wieder. So nach dem Motto. Aber ja, das gehört halt dazu und sie stellen es halt so dar, wie es dann letztendlich auch war. Das Ganze. Und, ja, ich bin sehr gespannt, mir die verschiedensten Lebenspunkte auf Null-Momente anzugucken, die noch so kommen werden. Ja, vor allem ist es ja wirklich so, das hatte ich dir damals schon erzählt, dass bei Vox Machina passiert das ja viel öfters. Vox Machina war ja viel knallharter als Mighty Nein. Ja. Bei Mighty Nein gab es ja so wenig Momente, wo man dachte, oh, jetzt sind sie fast gestorben oder irgendwie sowas. Gab es ja zweimal irgendwie so gefühlt oder dreimal. Bei Vox Machina gab es das, weiß nicht, alle fünf Folgen. Ja. Das ist eine Szene, wo du dachtest, oh, der ist tot. Oh, die ist tot. Oh, der ist sowas von tot. Dafür hatten sie, ohne zu spoilern, bei Mighty Nein einen der mit Abstand besten. Das dieser Szene. Einen der besten. Einen der den besten. Den besten hat aber noch Vox Machina. Ja. We are gods. We are basically gods. Gods. Ja, ja, also das war mir ganz wichtig und ich fand das Ende, weil ich halt durch die Highlight-Clips, die ich gesehen habe, schon wusste, okay, Percy ist ein tragischer Charakter, und da finde ich es auch schade, dass sie im Casting-Video leider schon Dinge verraten haben, die ich jetzt nicht verrate,
wo ich dachte, die Rolle hätte, das hätte man vielleicht zugunsten der Leute, die die Story noch nicht kennen, vielleicht verheimlichen sollen. Naja. So, aber ich fand dann wirklich das Ende dieser Folge sehr, sehr intriguing, wie er dann quasi von blindem Hass auf die Briarwoods getrieben. So, die Gruppe hat einfach verloren. So, also die waren am Rande des Todes. So, und er so, ich hatte sie fast und ihr habt sie entkommen lassen. Und wie er sich dann diese Pestdoktormaske aufsetzt und quasi einfach knallhart diesen Diener einfach einen Arm abschießt und ja, ihn auch ziemlich sicher einfach erschossen hätte. Endgültig. Übrigens, One Punch Man spricht den Diener. Der Sprecher von One Punch Man. Okay. Nicht mehr ganz Cool. so One Punch. Nee, jetzt hat er einen ja, also One-Punch-Man. das finde ich halt sehr, sehr intriguing und das mag ich halt auch schon sehr, dass, ne, das war ja zum Beispiel in Mighty Nein und auch jetzt in der neuen Kampagne, sie sind ja schon die Guten. So, ne? Ja. Und hier wirklich so zu spielen, okay, ja, man versteht, wo der Charakter herkommt, aber er tut halt sehr unmoralische Dinge und lässt es an Leuten aus, die im Prinzip nichts dafür können. Ja. So, und das finde ich halt sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und bin gerade bei Percy sehr interessiert, wo es dahin geht am Ende. Percys Geschichte ist wirklich gut. Also von jedem der, aber Percy war die beste bei Vox Machina Ja, definitiv. und auch da schön zu sehen, ne, wie Taliesin von diesem sophisticated Dude mit tragischer Background-Story zu I just don't give a damn gekommen Ja. ist mit seinen Charakteren. Ja, es ist, aber ich finde auch immer wieder so faszinierend, Vox Machina ist so ein blendendes Beispiel dafür, wie halt eigentlich so Pen-and-Paper-Charaktere so irgendwie so sind, weil Vox Machina, die Kampagne von Matt, das war ja auch deren allen erste Charaktere, die sie bei Vox Machina gegründet, also erschaffen haben, so nach dem Motto. Wie ich Und die gelernt sind habe, ja. ein Geburtstagsgeschenk für Liam. Hä? Wie ich vor kurzem gelernt habe, war es wohl ein Geburtstagsgeschenk für Liam, dass sie das angefangen haben, dieses Home Game. Das wusste ich gar nicht. Also, das stimmt auch. Sie haben ja zum Beispiel, es war ja nicht von Anfang an die gesamte Gruppe, sondern es war ja tatsächlich am Anfang. Ich glaube, die erste Gruppe war wirklich Laura, Liam und. Ich weiß nicht, ob Travis da schon dabei war oder Travis auch. Nee, ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Marisha wahrscheinlich erst später dazu gekommen ist. Ja. So Auf und jeden ja. Fall, wer später erst dazugekommen sind, waren Ashley kam erst später hinzu und Taliesin kam erst später hinzu. Das Ja. weiß ich auf jeden Fall noch. Ja, aber es ist schon faszinierend, dass man das immer so sehen kann. Das sind so Charaktere gewesen, die haben sie zum allerersten Mal erschaffen und die sind halt noch sehr nah, aber doch irgendwie so ein bisschen ähnlich ihren echten Charakteren so nachempfunden, irgendwie, wo sie sich selber ein bisschen mehr verkörpern können, wirklich. Während halt dann jetzt in späteren Kampagnen, weil halt, sie haben jetzt schon jeweils zwei Charaktere und wahrscheinlich noch durch andere Pen und Paper noch mehrere Charaktere schon gehabt. Es sind einfach so, ah fuck, jetzt brauche ich einfach mal was total Lustiges oder was ich schon immer mal spielen wollte, so nach dem Motto, und überhaupt nicht mehr zu meinem eigenen Charakter passend irgendwie. Und das ist bei jedem irgendwie, ich glaube, der Pen und Paper spielt, dass man irgendwann so komplett rausbricht aus dem, was man so normalerweise spielt, einfach mal was anderes mal zu testen und einfach so sagt, so fuck it, ich mache jetzt einfach das. Ja. Und das Weiß ist aber nicht, ob bei ich es denen auch so. hundertprozentig unterschreiben würde, weil ich glaube zum Beispiel, dass Travis ein sehr intelligenter Mensch ist. Ja klar, So, das ne? stimmt Und schon. auch bei Marisha würde ich sagen, dass wahrscheinlich Bo eher sie ist, als Aeschylus war. Na, ich glaube, sie hat sich aber sehr entwickelt. Ja, aber Aeschylus ist die alte Marisha und Bo ist die neue Marisha. So. Richtig, genau. Deswegen, sie hat sich sehr verändert. Das merkt man auch einfach. Weil die war am Anfang war sie viel, viel schüchterner, bevor alles mit Matt war und zusammengekommen sind und so weiter. Da war sie viel, viel schüchterner. Ja. Ist ja auch mit Abstand die jüngste. Ich glaube, 7 Jahre jünger als Matt und damit einfach mal. Und Matt ist, glaube ich, der zweitjüngste der Gruppe. Ja, genau. Naja. Alte Säcke. Wie ich. Ja. Oh ja. Ja. Naja. Ja. Warte, bis du zu meinem Alter kommst. Na, lieber ein paar Jahre. Ja. Ja, also ich muss sagen, wo ich Ersteindruck ist aber auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Die ersten 2 Folgen waren nicht ganz so rund. Und da dachte ich ein bisschen, wenn das so weitergeht, Naja. weiß ich nicht. Aber ja, ab Folge 3 bin ich eigentlich so, ja, okay, kriegen sie hin, passt. Ja, genau. Dem stimme ich vollkommen zu. Also wenn ihr dabei seid, haltet durch bis Folge 3. Ab Folge 3 wird es wirklich gut. Ja. Und leider ist ja nicht
50 Minuten lang sind, wie so bei manchen Serien, sondern halt gesunde 20 Minuten, kann man das auch durchhalten. Das ist auch mal zwei. Das befürworte ich wirklich sehr. Das ist so krass. Zum Beispiel, ich gucke ja gerade auch das Buch von Boba Fett. Ja. Erste Folge auch, war, glaube ich, so 30, 35 Minuten. Dachte ich, oh, ja, super. Zweite Folge, ja, 52. So, Gott, ist die lang. So, dann nächste Folge 40 Minuten. Oh, ja, okay, gut, passt. Oder nächste Folge 50 Minuten. Auch und dann wieder, jetzt nächste wieder 52. Och, nee. Verstehe ich vollkommen. Ich bin mittlerweile wirklich Freund von kurz und knackig. Es ist wirklich so. Lieber ein paar mehr 20-Minuten-Folgen, wo man halt ein bisschen mehr die Story aufbaut, als statt eine 50-Minuten-Folge, wo man halt die Story lange aufbaut. Bin ich voll dabei. Ich komme aus dem Anime-Segment, also sprich, ich bin es am meisten gewöhnt, eigentlich die 20-Minuten-Folgen zu haben. Und dann halt anstatt nur 6 50-Minuten-Folgen, habe ich dann lieber halt meine 12 20-Minuten-Folgen, so nach dem Motto. Aber gut, jeder eine Seite. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, Amazon haut dieses Jahr raus mit Legend of Vox Machina, The Boys Staffel 3 kommt dieses Jahr, die Herr der Ringe Serie kommt dieses Jahr. Wir können gespannt sein. Und ja, wir haben Stand jetzt eigentlich vor, dass wir wahrscheinlich jede Woche dann zu den drei aktuellen Folgen immer ein Review machen. Ab nächster Woche dann wirklich full on Spoiler-Mode, weil es dann keinen Sinn mehr hat zu sagen, ja, sieht immer noch gut aus. Ja, genau. So, also ab nächster Woche full on Spoiler-Mode hier. Und ja. Dann würden wir mal sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr denn die ersten drei Folgen von The Legend of Vox Machina? Habt ihr das überhaupt geguckt oder hört ihr gerade durch unseren Podcast zum allerersten Mal davon? Kann ja auch sein, dass nicht jeder von der Serie was mitbekommt. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann schaut es euch jetzt an. Weil es wird gut. Es wird gut. Es ist gut. Und ansonsten hört euch natürlich die ganzen anderen wunderbaren Podcasts hier bei Graum Entertainment an. Die sind alle ganz wunderbar. Oder auch gerne bei Graum Gaming unsere ganzen Livestream-Let's Plays oder bei Prepare to Dice, unser eigenes persönliches Pen und Paper, wo ihr natürlich, wie gesagt, unsere höchst eigene Qualität erfahren könnt, die sehr, sehr nah an Critical Role ranreicht. Von unseren Schauspieltalenten über unseren Humor zu unseren unglaublichen Technik und Karten und Figurenvielfalt. Ja, wir sind so dicht hinter Boxen. Man muss aber sagen, wirklich so rein von der Art und Weise her, dieses 90% pures Chaos und dann kommt plötzlich mal so ein total emotionaler Moment, sind wir tatsächlich sehr ähnlich. Ähnlich, ja. das ist korrekt. Es würde wirklich auch in Legend von Vox, auf Vox Machina, wird ein Spruch gesagt, dass jemand sagt, okay, wir machen einen Plan. Plan? Seit wann planen wir was? Struktur? Was soll das? So, und ich dachte so, ja, das sind einfach wir. Also ich versuche immer einen Plan zu machen. Aber egal, wenn ihr erfahren wollt, was wir eigentlich die ganze Zeit meinen, schaut drüber bei Prepare to Dice und euch selber ein Bild von unseren kleinen, wunderbaren Pen & Paper-Kampagne zu machen. Mit Jawohl. Superhelden und so weiter. Jawohl. Oder ich sage, habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr es hört oder schaut. Und bis nächste Woche. Euer Rob. Und euer Gauton. Ciao.